Der Wind umstreifte unser zartes Gesicht und lud uns ein, gen Osten zu gehen, um dem neuen Queste entgegenzuwohnen. Und damit herzlich willkommen zurück in Skyrim, meine lieben Freunde. Hier wieder mit der Lydia mit dabei. Na Süße, los, dann würde ich sagen, wir starten mal gleich durch. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Ach so, das tut mir leid. Ich würde aber gerne mit dir reden. Wenn ihr in Richtung Osten unterwegs seid, dann solltet ihr Hilgruns Grab meiden. Das Problem mit diesen alten Grabmälern sind die Toten, die Probleme haben, tot zu bleiben. Alles klar, gut. Also, Karte aktualisiert, wir gehen zu Hilgruns Grab. Ist schon eine sehr epische Stätte. Oh, der Lichteffekt, geil. Ja, ich habe schon seit ungefähr einer Woche kein Skyrim mehr gespielt. Ich hatte so Lust drauf, aber ich habe ja erst mal Folge 1 veröffentlicht und ich will nicht so... Ich will an den, okay, der rennt weg. Ich will an den, Wochenendtagen kein Skyrim veröffentlichen, weil dann 5 Folgen mit einmal rauskommen. Deswegen werde ich wahrscheinlich heute, es ist Dienstag, der 14., werde ich Folge 2 veröffentlichen. Und wir wollten ja zwischen die Berge und wurden damals von dem Eistroll, also... in der letzten Folge von dem Eistroll besiegt. Ja. Ach ja, ich habe richtig Lust gerade dieses mittelalterliche Feeling. Deswegen, was mir heute gefehlt hat den ganzen Tag. Einfach, ich habe jetzt den ganzen Tag. Lydia? Teuerste? Hallo? Wo ist die Dame? Bin ich blöde? Hallo? Lydia? Was ist das denn? Wow! Wow, okay, das war überraschend. Lydia? Wo ist sie denn? Wo kommst du denn jetzt her? Mädel, mein Gott, bleib doch mal bei mir. So, okay. Muss schon mal aufpassen, dass dir hier nichts passiert. Obwohl ich denke, die kann sich ganz gut alleine... Obwohl, nee. Mal hat er gesehen, wie gut sie sich alleine verteidigen kann, als wir gegen die morgenrote Typen gekämpft haben. Naja. Ich könnte versuchen, diesen Eispass da hinten zu umgehen, indem ich da oben lang glaube. What the fuck, was bist du denn? Was seid ihr denn? Schlamm? Ach, Schlammkrabben. Wow. Folgen die mir? Durchsuche Schlamm... Ach ja, natürlich. Die Schlammkrabbe hat natürlich Gold dabei. Das produziert die. Ach, das, die kann sich im Schlamm verstecken. Ja, natürlich, eine Schlammkrabbe. Verstehst du? Schlammkrabbe versteckt sich im Schlamm. Schlammkrabben Chitin, Schlammkrabbenbeine. Schlappen, Krabben. Und da oben müsste jetzt noch ein Krieger. Moment, wie war das mit dem Fuß Rora? Wirbelwind Sprint ist ausgewählt gerade. Ja, okay. Wie habe ich das benutzt? Nee, mit X. Oh mein Gott, lang ist her. F E. Nee, F E nee. G, B, V, ne? Oh! Ne? C ist Autolaufen? Alles klar, okay, dann laufe ich mal Auto, während ich das probiere. C, Autolaufen. Was war denn das? Ach ja... Ach, und alt ist Rennen. Jetzt weiß ich es endlich. Alles klar, mit alt rennt man. Kann auch... Ah, okay, die Ausdauer ist zum Rennen da. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, hier ist das, ist das Cheat-Menü. Alles klar. Was war das so für Befehle entdeckt? Dann gucke ich mal lieber noch kurz nach. Einstellungen. Steuerung. Moment. Steuerung
Vorwärts, in welchem Perspektive, Sprinten, Schrei, Macht mit Y war das. Den einzigsten Buchstaben, den ich in der Gegend nicht gedrückt hatte. Na okay. So, wir laufen wieder Auto. Oh, ich muss mal kurz niesen. So, wir sind natürlich weitergelaufen. Sprint! Wie hat man gesprinten? Jetzt hab ich schon wieder Alter. Mit Alter sprinten. Truff da! Truff, 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 truff. Wo ist er? Na Lydia, wie geht's so? Wir müssen das mal wieder Ausdauer auftanken. Wir kriegen den schon auf, keine Angst. Truff, truff. Ja, genau, in dem Moment ist er natürlich auch losgerannt. Bleib doch mal hier, Junge. Das ist ein Typ, das geht gar nicht. Okay, jetzt ist er schon so weit weg. Gut, dann laufen wir mal nach hier. Und wir müssen ja... zu dem Ort müssen wir. Lydia, immer schon bei mir bleiben, ne? Kein Mist bauen. Wenn, du musst dich noch ausgraben hier. Es wird langsam... recht dunkel jetzt. Jetzt weiß ich auch, warum man... man kann also doch schnell rennen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Na nun, was ist das denn hier? Ein Drache? Ups. Was geht ab, Drache? Hallo? Hallo, Drache? Boah, Alter. Voll drauf gedämmert. Okay, Drache erwache. Was ist denn? Ich kann nicht einfach so Drache rumrennen, oder? Ich meine, wir haben gerade mal einen besiegt. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon, bevor wir überhaupt wissen, wer wir richtig sind, den nächsten Drachen schon besiegen können. Fände ich sehr seltsam, aber wir scheinen uns... ich bin jetzt mal vorsichtig. Das sieht schon nach einer Gegend aus, wo ein Drache hausen könnte. Ganz ruhig. Was ist das denn hier? Könnte eine Drachenstatue sein. Ach du meine. Eisenhelm der Veränderung. Diamant. Amethyst. Alter Schwede, was ist denn hier drinne? Kriegsaxt der Seelen. Und eine Begräbnisurne. Ach du meine Güte. Das ist ein Drachengrab hier. Krass. Also wird es ja wahrscheinlich wirklich einen Drachen geben. What the? Was? Weg, 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 weg! Lydia, Lydia, mitkommen, 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 mitkommen! What the? Mitkommen, 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 mitkommen! Altar des Himmels geboren entdeckt. Ja, das ist toll. Das freut mich wirklich. Es gibt hier wirklich Drachen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Objekte. Waffen. Tim. Gesegneter Jagdbogen. Schaden. Ach, oh mein Gott, was ist denn das jetzt hier? Habe ich nur noch den gesegneten Jagdbogen? Alles klar, gut, dann nehme ich den gesegneten Jagdbogen. Und die Stahlpfeile. Ich nehme dir gleich die Essenpfeile, dann muss ich nicht nachladen. Was bist du? Zeig dich! Worte der Macht gelernt. Frost, Frost atmen. Ja, das ist schön. Wow. Wo ist er? Wo? Alleine gegen so ein Vieh? Ernsthaft? Er greift Lydia an, okay. Das passt mir ganz gut. Drache, der hat Untote vertrieben. Was für Untote?
Oh mein Gott, Alter, wir kämpfen gerade allein gegen den Drachen. Was ist da oben? Ich hoffe, ich treffe den auch ab und zu mal. Da müssen übelst viele Monster sein. Stirb einfach! Treffe ich den? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass da wenigstens der ein oder andere... Alter Schwede. Läufst du über die Map, denkst du nichts Böses und auf einmal Drache, hey cool. Meine, schon irgendwie cool, aber ich würde die Viecher gerne mit Begleitschaft. Da oben ist bestimmt Lydia und kämpft gegen ihn. Komm schon, bitte lass mich ihn treffen. Drache hat Untote vertrieben. Ich glaube, Lydia beschwört Untote oder irgend sowas. Stirb mich nicht, wenn er da 50 Schuss ergreift. Oh, hallo Truhe. Okay. Sind wir so stark beladen? Nein, okay. Aber wir sollten vielleicht die Waffen wechseln. Und zwar... Oh, ich glaube, ich bleib beim Bogen. Alter Schwede. Ja, alt wie alter Schwede. Passt gut. Stimmt. Und renn. Boah. Wem es nicht aufgefallen sein sollte, wir sind nicht stark genug für den Drachen. Nur so. Also, jetzt... Weil das wirklich keiner mitbekommen haben sollte. Nebenbei so. Wollte ich das nochmal erzählen. Nein, wir sind wieder hier. Das gibt's doch nicht. Da oben war wirklich ein Drache und wir sind wieder hier. Okay, ich mach mal Autorunning. Autorunning. Boah, das kann ja echt nicht sein, dass wir... Das mit Autorunning ist echt geil. Das kann ja echt nicht sein, dass da oben Drache ist, ey. Krasse Schokolade. Haben wir jetzt eigentlich eine neue Stufe? Nehmen wir nicht. Alter Schwede, dass da oben echt ein Drache jetzt gerade... Ich komme da gerade nicht drauf klar. Tut mir leid, ich komme da jetzt gerade echt nicht. Na, Moment. Mist, jetzt zu schnell. Also wir gehen auf jeden Fall nochmal da oben lang, weil das ist sicherer als da, habe ich das Gefühl. Wir dürfen bloß nicht den Drachen so nahe kommen. Da ist der ernsthafte Drache gewesen. Einfach so. Ich meine, wenn... Hier sind so viele tausend Menschen. Ach, stimmt, es gibt ja noch F5 mit Schnellspeichern, ja? Ja. Hier sind so viele tausend Menschen. Oder vielleicht sogar Millionen. Ich weiß ja nicht, wie viele ich hier lebe in Skyrim. Entschuldigung. Und keiner hat diesen Drachen jemals entdeckt. Ich meine... Das kann doch nicht sein. Und mir muss doch mal aufgefallen sein. Oh, da ist ein riesiger Drache, der mich angreift, sobald ich näher komme. Oder? Ich hätte vielleicht den Drachenschrei benutzen sollen. Das wäre vielleicht jetzt intelligent gewesen. Den kann ich jetzt mal einsetzen. So kann ich nämlich schneller... Habe ich jetzt eigentlich einen neuen Schrei gelernt? Moment. Magie, die Schreie. Aufladen 1520. Der Turm rast voran und reißt sich mit der Geschwindigkeit des Sturmwinds. Okay, keine Ahnung. Wir haben vielleicht, ich gehe mal kurz auf Waffen und rüste mal den hier mit bin ich blöd, wo ist der Bogen? Da. Jetzt müsste ich ja eigentlich, Moment, wie mit Q komme ich drauf, gell? Genau, hier rüsten wir jetzt mal gesegneten Bogen und Pfeil aus.
Wieso laufen wir so langsam? Ach, weil ich das falsch gedrückt habe. Moment. Ah, okay. So, jetzt können wir mit Allzug noch rennen und dann tue ich mal ein paar Hirsche schießen nebenbei. Irgendwas getroffen? Nee, gell? Okay, wir bewegen uns mal straight nach hinten. Ich will mal wissen, was der Drache da oben aber gemacht hat. Das muss ja irgendwas Spannendes gewesen sein. Volungrund entdeckt. Warum muss ich jetzt so oft miesen? Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe gerade mitbekommen, dass unten in der Ecke meine Pfeile stehen. Moment. Jetzt stehen sie nicht mehr da. Keine Ahnung, gerade standen sie da. Durchsuchen Truhe 35. Wunderschön. Nehme ich natürlich mit. Wir durchsuchen die Urne noch. Da sind noch 7 Gold drin. Das ist eigentlich schon ein bisschen bitter, dass wir ja das ausrauben müssen. Dass wir so ein armer Held sind. Dass keiner uns hier weiterhilft. Dass wir wirklich alles hier einfach ausrauben müssen. Und jeden beklauen müssen, um weiterzukommen. Naja, aber... Man tut, was man muss, ne? Man tut, was man muss. Die Leute sollten dankbar sein, wir tun ja dafür immerhin die Welt retten. Zumindest hoffen wir das, dass wir die Welt retten von den Drachen. Wir sehen ja irgendwie das Drachenblut. Ob wir da jetzt auch irgendwas reißen können, dann hat keiner eine Ahnung. Aber wir machen es auf jeden Fall. Ich will mal ganz kurz das probieren, wenn ich da ganz komplett nach oben schieße. Moment. Macht mir keinen Schaden, okay. Aber wo sind die anderen drei Pfeile hin? Keine Ahnung. Die müssten ja theoretisch ein Stück weiter geflogen sein. Stirb. Na, komm her. Ob ich das Vieh treffe? Nee, gell? Noch ein Schallzeit, falls zur Sicherheit. Okay. Den nehmen wir gleich wieder mit. Wir wollen ja nicht alles verschwenden. Hab ich jetzt eingepackt? Weiß nicht, keine Ahnung. Okay, wir müssen aufpassen, wenn ich nicht wieder dem Drachen da oben begegnen. Ja, ich muss sowieso hier lang. Was bist du denn? Ist das ein Tier? Soldat der Sturmmäntel. Ich komme in Frieden. Ganz ruhig. Ich komme in Frieden. Okay. Ja. Okay, Moment. Achso, wir sind ja gar kein Soldat der Sturmmäntel. Das ist ja was ganz anderes. Okay, nehmen wir den und... Stirb, 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 stirb! Stirb! Okay. Kaiserlicher leichter Schild ist... Wir haben gar kein Schild bei uns, also wir tragen auch einen Zweihänder. Stahlfeil nehmen wir mit, kaiserlicher Bogen. Der macht gut Schaden, den nehmen wir mit. Kaiserlicher Offiziershelm, Sturmmantel, Brustpanzer, Eisenpfeil. Was bist du? Du bist eine Eisenstreitaxt. Alles klar bei dir? Okay. Was ist mit dem hier passiert? Wir haben bestimmt versucht, gegen den Drachen anzukämpfen. Und sind dabei elendlich verreckt. So wie das hier aussieht. Sie sind so ein bisschen eingefroren, sehen die aus, ne? Was kaiserlicher Soldat leer? Soldat der Sturmmäntel. Ah, das waren beide, aber wir sind doch Sturmmäntel. Wieso hat uns der Sturmmäntel angegriffen?
Wo ist denn das Grab? Haben wir das Grab jetzt eigentlich geplündert? Ich will nur das Grab sehen, ich möchte diesen Drachen bekämpfen. Weil ich habe so das Gefühl, wir haben das Zeug gar nicht mitgenommen, weil wir gestorben sind. Wo ist es da hinten? Okay. Glück gehabt, kleiner Fuchs. Haben wir dich jetzt mitgenommen? Ne, siehst du, weil wir gestorben sind, haben wir es nämlich nicht mitgenommen. So, wir gehen also nicht runter zu dem Drachen. Oh, wir können ja schnell speichern hier jetzt machen. Das habe ich ja vorher nicht gemacht. Boah, hat Lydia mich gerade erschreckt, ey. Das geht ja gar nicht. Oh, er hat uns entdeckt. Klasse. Komm her. Oh. Erster Treffer, glaube ich. Wenn es einer war. Lydia, wo bist du? Boah, krass, ey. Wo ist er? Da. Da. Renn. Habe ich getroffen oder was? Ja, hat er. Drache hat Untote vertrieben. Was für Untote? Boah, Hilfe. Wie soll ich den denn besiegen? Das kannst du ja vergessen. Ich renne einfach mal weg. Komm nur, Lydia. Renn um dein Leben. Okay, renn nicht um dein Leben. Das, ja doch, nein. Versuch in die andere Richtung zu rennen. Gut, okay, wir lassen den Drachen in Ruhe. Ich werde es nicht nochmal probieren, okay. Ja, wir sind noch nicht reif genug dafür. Die Versuchung war da. So, wir müssen... da runter irgendwo. Schrein des Merundagon entdeckt. Ich glaube, auch hier sollen wir nicht unbedingt sein. Oder? Nee, sollen wir sein. Sollen wir sein? Keine Ahnung. Oh. Hier geht's nicht lang. Das kann ich euch schon mal sagen. Da geht's in den sicheren Tod. Oder? Lydia macht keinen Scheiß. Okay. Wir gehen hier ganz langsam und vorsichtig runter. Wir sind immer noch nicht beim Schrein, das heißt, dass wir müssen hier auch runter. Okay. Nur nicht übereilen, wir haben immerhin noch einiges im Leben vor. Ui, okay. Ja, wunderschön. Was für ein Berg, ey. Gut, dass wir da so drüber geklettert sind, das hätte uns ewig gedauert. Hier ist irgendeine Werkstatt. Steinbühe entdeckt. Ja, ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Jetzt, woher kennst du mich? Mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Okay. Das war's dann wohl. Vielen Dank, wer auch immer du bist. Und wir schauen mal, was wir bekommen haben. Bekleidung, Bücher, sonstiges. Corundum Diamant. Alter, 800 wert. Ist schon echt krass. Wolfspelz, Lederstreifen, kleiner Leder. Gewöhnlicher Seelenstein. Hier ist anscheinend nichts dabei. Brief eines Freundes. Neverguest. Mit der Machtdemonstration eures Tuum im Weißlauf habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartete die Rückkehr des Drachenbluts mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt.
Himmelsrand. Braucht diese Zeiten, braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit dem Aufstieg der Alten richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hochachtungsvoll, euer Freund. Rowan, warst du es? Okay, gut. Was haben wir denn hier? Da ist anscheinend ein Mammut geschlachtet worden. Was ist das hier denn? Ich danke. Tut mir leid. Nichts. Ach, schade, okay. Was ist das hier? Sorles Haus. Guten Abend, Sorli die Erbauerin. Alle Bergmänner, die wir brauchen. Also hoffe ich, dass ihr nicht wegen Arbeit hier seid. Nein, ich würde gerne mit dir reden, Thorste. Und mit dir? Und ich sind bloß hier, um sicherzustellen, dass in der Mine alles rund läuft. So, passt doch auf. Und du bist Pangasius, oder? Nicht? Hm? Ich hätte nicht damit gerechnet, einmal an einem solchen Ort zu landen. Aber hier gibt es gutes Geld. Guck mal auf den Tisch da neben uns. Nein. Und ihr braucht gar nicht erst zu fragen. Sie steht nicht zum Verkauf. Ich sichere ja bloß Brielings Investitionen. Ihr gehört das alles. Auch wenn wir diejenigen sind, die die ganze Arbeit erledigen. Ach so, natürlich. Sie hat uns schon mal wegen versäumter Lieferungen zusammengestaucht. Und wird es wohl wieder tun, weil wir spät dran sind. Ihr könntet ihr Bescheid sagen, dass bald eine Lieferung rausgeht. Verschafft uns etwas Zeit und haltet sie uns vom Leib. Dafür wäre ich bereit, ein paar Barren verschwinden zu lassen. Vielleicht auch mehr als nur ein paar. Ihr erweist mir einen großen Dienst. Das werde ich euch nicht vergessen. Sie ist bestimmt sauer. Macht euch auf etwas gefasst. Das könnt ihr laut sagen. Aber ich habe das Eisen ja auch nicht in diesen Bergen verbuddelt. Warum hast du es nicht getan? Okay, gut. Dann... Das könnt ihr laut sagen. Ja, okay. Aber ich hab das Eisen ja wir sollen also Brieling suchen. Ich wollte gerade sagen, wer bist du denn? Ich würde so gerne. Wer bist du? So. Wir haben alle ja, die würde ich mit mir reden. Also hoffe ich, dass ihr nicht hat die weißes Haar? Ich finde ja weißes Haar extrem geil, muss ich zugestehen. Ach, die macht mit. Hier gibt es nur die Mine. Haktur und ich sorgen dafür, dass die Bergmänner nichts stehlen und das Erz ist bis nach einem. Habt ihr Schminke drauf? Alles klar, Mittelalter, tiefstes Mittelalter, aber die Frauen schminken sich schon. Na gut. Nein, tut mir leid. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das ist damals war, ob die sich da schon geschminkt haben, aber strange. Schrein von Meron Drages, aktueller Standort, Steinbühl, bringe das Horn von Jürgen Winterhoff, Ostermarkierter Ort, Tim Timmini. Volungort, Dämmerstern, Mörtal, was ist das hier? Reise nach Solstheim, was soll ich denn da bitte? Sonst doch irgendwas? Ich muss doch irgendwie... Ich dachte, ich soll die Tagebuch, Quests, Wachturm, Horn von den Nöster Not. Die Drachenblut-Quest, ist das hier? Okay, gut. Verschiedenes. Sprich mit Breeding hätte ich gerne angezeigt. Wo ist das jetzt? Sprich mit Breeding, da hinten ist das, okay. Bewegen. Okay, dann gehen wir mal... Nee, hä? Doch, muss da sein, okay. Gehen wir mal nach da, dann sind wir ja auch gleich in der Nähe von dem anderen. Dann sprechen wir erst mit dieser Breeling, kriegen dann ein paar Barren. Ich bin irgendwie schlecht in sowas. Ziege!
Pike hat Untote vertrieben, vertreiben wie... Ach, der Pfeil kann Untote vertreiben. Alles klar. Habe ich falsch gelesen die ganze Zeit. Das heißt, immer wenn das kam, habe ich den Drachen getroffen. Okay. Not bad. Das sieht aus wie so ein Drachengrab. Ich gehe nicht an, ist kein Drachengrab, aber ich gehe trotzdem nicht zu nah hin. Da scheint irgendwo ein Bär zu sein oder sowas. Flup. Flup. Ah, komm her. Los, komm her. Wo bist du? Wo ist er? Ich habe so ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein, hier durch diese Gegend zu laufen. Ich habe so das Gefühl, hier kann ganz schnell mal irgendwas kommen, mit dem ich nicht rechne. Deswegen packe ich jetzt auch mal... Warum habe ich eigentlich nur den? Ich müsste dann natürlich auch Waffen... Stahlkriegsaxt fein. Müsste ich dann natürlich auch auf F packen. Genau. Damit ich das auch ausrüsten kann. Aber nur zur Not, ich lasse ihn erstmal drinnen. Und wir rennen erstmal zu dieser Breeling da. Stimmt, da ist noch... Ah, okay, wir sind recht nah an dem Ort, also hinter dem Hügel scheint was zu sein. Ich würde aber gerne erst zu dieser Breeling. Zu diesem, dieser, keine Ahnung, ob es ein Mann oder eine Frau ist. So, schnell durch den Sumpf durch. So weit kann sie ja gar nicht mehr weg sein. Ah, wer wohnt denn hier? Ey, ganz ehrlich, gucke ich das mal an. Wer will denn so leben? Gerade wenn du so mit Eisenbahn handelst und so, dann wirst du doch ordentlich was auf der Schippe haben. Geldtechnisch. Da wohnt man doch nicht hier. Aber anscheinend schon. Zumindest arbeitet diejenige anscheinend hier. Verlassene Hütte entdeckt. Schlüssel erforderlich. Okay, das ist anscheinend doch nicht das, wo ich hin muss. Dann hoffe ich mal, dass sie uns nicht zu weit laufen lässt noch. Oh oh. Was ist das? Frostbissspinne, alles klar. Die gibt's also nicht nur in der Höhle. Wo lebt der noch? Oh, ist das eklig, ey. Ohne Mist, wenn mir so eine Spinne entgegenkommen würde, ich würde einfach nur schreiend wegrennen. What the, was ist das denn? Ah, das ist ein Feuerantronarch. Weg hier. Danke, mit denen habe ich mich schon einmal angelegt, das ist unwitzig. Da habe ich echt keine Lust drauf. Die rollen also einfach auch hier frei rum durch die Gegend, Feuerantonarchen, gut. Schön, dass ich das weiß. Da werde ich mich beim nächsten Mal... Lass mich hier hoch. Nehme ich halt den Weg, okay. So. Hier irgendwo muss aber auch der Ort sein, an den ich muss. Die Frage ist nur, wo? Das sieht mir doch schon sehr stark nach einer Mine aus hier. Volguntur entdeckt. Winziger Seelenstein nehmen. Sonst scheint es nicht allzu viel zu geben.
Bin ich jetzt so falsch gelaufen? Die muss da irgendwo sein. Hä, bin ich blöde? Sprich mit Brigling. Ich laufe jetzt nach da. Ich bin selten doof. Ich muss schon nach da. Das passt schon. Okay. Die wird also doch hier in dem Lager wohnen wahrscheinlich. Oder wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Überraschen lasse ich mich. Aber ich hoffe, es wird eine angenehme Überraschung, denn so ein Andronarch hier war schon nicht lustig gerade. Das war, es war ein harter Kampf, bis ich weggerannt bin. So. Wo muss ich denn hier hin? Mann, hier wohnt doch kein Schwein, Leute. Ah, natürlich, da oben. Da oben auf dem Hügel in der Mühle. Na Lydia, man kann sich natürlich auch keinen besseren Ort suchen, um sich zu verstecken. Man muss sich oben auf einem Hügel in der Mühle befinden. Zu dem es auch noch keinen erkenntlichen Weg gibt. Ich bin begeistert. Immer wieder bin ich von den KI begeistert, die sich hier rumtummeln. Die zeigen mir einfach jedes Mal wieder, die wollen es einfach, dass man sie nicht findet. Kann man mal erklären, wie ich da hochkommen soll? Spring! Spring! Na los, komm! Spring! Hallo! Na los, spring doch! So, fertig! Ach du schokoladischer Dreck! Komme ich denn da hoch? Ach du meine Güte. Kann das nicht irgendeine alte Frau sein in so einer schönen Hütte? Mitten in der Stadt auf einer riesen Anhöhe? Oh. Lol. Kann das nicht irgendwie so eine alte Frau sein mitten in der Stadt? Die dann vielleicht, was weiß ich, Hilfe beim über die Straße gehen braucht? Oh. Oh, das ist ein sehr offensichtlicher Eingang. Finde ich gut. Öffnen Einsamkeit. Einsamkeit ist traditionell sehr eng mit dem Kaiserreich verbunden. Und in vielen Jahren... Was? Und in vielen Jahren der Stadt floss das Blut des Septim. Der Septim. Macht einen fluffigen. Ich bin nicht hier zum Kämpfen. Ich habe hier gerade schon wieder Waffengeräusche. Was? Nein, habe ich nicht. Dam 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 dam. Willst du mich verarschen? Hinter den Bergen so ein Ding? Bin ich überhaupt richtig? Alter, ernsthaft, hinter den Bergen? Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Ich war schon ganz oben. Lydia, dich habe ich nicht verraten, gell? Jetzt bin ich richtig. In den Bergen so eine ganze Stadt? Wache von Einsamkeit. Ich bin ihnen anscheinend nicht gut gesonnen hier. Sieht doch voll cool aus hier. Gütig, Vivian. Zurückbleiben! Das Stören einer Hinrichtung ist ein schweres Verbrechen. Wir helfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Oh. Es ist überhaupt kein Mordgeschehen. Ich gehe lieber mal, bevor die rausdenken, dass ich für Ulfric arbeite. Eine Wache unterbricht meist den Kampf, wenn der Angreifer alle Waffen wegsteckt. Selbst wenn der Kampf abgebrochen wurde, wird der... Oh, was?
Hä, bin ich jetzt wieder raus? In Gefängnissen verlierst du einen Teil deines Fortschritts zur nächsten Stufe. Je länger die Strafe, umso mehr Fertigkeiten sind betroffen. Okay. Ah, ich muss da hier irgendwo... Bin ich blöder? Kann ich das irgendwie wegmachen? Sprich mit Preeling. Es wird sicher das da sein. Was sollte es auch sonst anderes sein? Ah, wo ist diese oder dieser Preeling? Aber es ist in der Mitte von einer großen Stadt. Manchmal oder zumindest in der großen Stadt ist es. Vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Und ich weiß es nicht. Nein, du bist nicht das Drachenblut. Oh. Das hat keiner gesehen, oder? Blauer Palast entdeckt. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit. Okay. Oh mein Gott, ey, das wird ja ewig. Dauert ja ewig hier. Dam, dam, dam. Sprich mit Preeling. Ladebildschirm. Ach ja. Es ist eine Frau. Ach du Scheiße, das ist keine Frau. Das ist eine... Tane Preeling, zu euren Diensten. Ach du Scheiße, gleich abstechen, ey. Ist alles in Ordnung? Ich habe schon eine Weile nichts mehr von Sorli oder Paktur gehört. Das hört man gern. Ich hatte schon befürchtet, dass etwas passiert ist. Ich danke euch. Es war mir eine Ehre, unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigte Reaktion mit einem Krieger zu wechseln. Oh. Das ist heißen wir. Schätze, geh mal aus dem Weg kurz. Schätze, geh mal bitte. Aber wegen der Höhle. Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Barnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegtreten. Nur Frauen hier, das gibt's ja gar nicht. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Frag mal erstmal das hier. Nein, noch nicht. Obwohl es wahr ist, dass mein Ehemann Torik der Großkönig war und ich seine Witwe bin. Doch jetzt ist nicht die Zeit, Anspruch auf den Thron zu erheben. Dieses Land ist von Krieg zerrissen und das Volk leidet. Die Sturmmäntel sind eine Plage für Himmelsrand. Und wie jede Plage müssen auch sie ausgemerzt werden. Dann werde ich meine rechtmäßige Stellung als Großkönigin einnehmen. Dann solltet ihr mit mir wahrscheinlich anfangen. Weil hinterlistige Feiglinge so etwas eben tun, wenn sie nach Macht gieren. Ulfric war versessen auf den Thron des Großkönigs. Er meinte, ihm würde er eher zustehen als Torik. Und so trat er von meinem Ehemann und er brüllte mit dieser furchtbaren Stimme. Wie etwas aus einer Legende oder einem Albtraum. Als Ulfric seinen Zorn entfesselte, da hörte mein Mann einfach auf zu leben. Und nun genug davon. Denn es schmerzt mich, davon zu reden. Ulfric ist also auch ein Drachenblut. Der allerdings niemanden verraten hat, dass er eins ist. Diese Frage klingt nur allzu vertraut. Ich höre sie auch oft von meinem Tarn. Sie sorgen sich, dass sich Tullius so sehr auf den Krieg konzentriert, dass er womöglich vergisst, was das Beste für unser Volk ist. Die wahre Ironie besteht darin, dass General Tullius zwar kein Nord ist, die Menschen von Himmelsrand aber ohne ihn hoffnungslos verloren wären. Vertrauen ist immer schwierig, besonders für mein Volk. Und doch müssen wir auf Tullius' Führung vertrauen. Denn was haben wir für eine andere Wahl? Oh! Ach,
Ich dachte, die Angelegenheit sei bereits geregelt worden. Ich glaube, Falk kümmert sich darum. Alles klar, okay. Lebt wohl. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Es tut mir leid um euren Mann, aber ich muss leider gestehen, dass ich trotzdem an... Bitte wendet euch mit allen Fragen an den Vogt. Ulfriks Seite stehe. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Ich will mir die Augen sehen. Haben Sie am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Falk Feuerbart, hallo. Ich bin der Vogt des Jahres. Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass sie sich für euch auszahlt. Alles klar. Die Höhle hat eine finstere Geschichte. Vor langer Zeit hat Potema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Daher kommt der Name. Das war vor über 500 Jahren. Heutzutage ist da unten nicht mehr viel los. Trotzdem denken immer alle, in der Höhle würde es spuken. Okay, was passiert mit Elysief, wenn man... Das wird sich noch zeigen. Sie hat einen legitimen Anspruch auf den Titel der Großkönigin von Himmelsrand. Doch wir benötigen die Unterstützung der anderen Jahr. Soll der Anspruch Bedeutung haben. Wenn diese sie als Herrscherin akzeptieren, wird es Frieden geben. Sie ist also der komplette König. Jetzt raff ich das. Also sie ist nicht einfach nur so ein Jarl, sondern sie ist über den Jarl noch. Also sie ist das Ultimative, mehr oder weniger. Hat General Thurius Respekt vor. Aber natürlich. Was soll diese Frage? Ihr habt euch wohl von Erikur beschwatzen lassen. Unter den Tarnen gehen Gerüchte um... Und ich verdächtige ihn, sie gesteuert zu haben. Ihr solltet diesem Gerede kein Gehör schenken, wenn ihr in dieser Stadt weiterhin willkommen sein wollt. Trotz ihres jungen Alters ist Elisif von Rechts wegen Jarl. Und hier in Himmelsrand respektieren wir immer noch die Traditionen unserer Vorväter. Ihr würdet gut daran tun, dies nicht zu vergessen. Alles klar. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr fragt. Kommst du? Der blaue Palast ist ein offenes Forum. Mein Gott, hier gibt es ja mehr Frauen als alles andere. Ich räume gerade etwas auf. Nicht, dass das schlecht wäre, aber... Na... Pelagius der Dritte, manchmal auch Pelagius der Wahnsinnige genannt, wurde im 145. Jahr... Wenn diese schöner Garten. Auf einen Drachen besiegen können, so, okay. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall... Verlassene Hütte... Kann ich keinen schnell... Nein... Nein... Nein, ich würde gerne... Nein, ich will eine Schnellreise... Kann ich hier nirgendwo eine Schnellreise machen? Nein, ich will... Ah, das gibt's doch nicht. Dann halt nicht. So, dann bewegen wir uns einfach so hin. Meine Nase juckt schon wieder. Ich habe sie gerade gekratzt, damit ich nicht gleich wieder niesen muss. Was wollt ihr, Kaiserlicher? War das gerade... Da war doch gerade... Im Zwinkern des Geva gibt es warme Betten und kalten Mäht. Ihr seht aus, als könntet ihr beides vertragen. Na... Was, naja. So schlimm bin ich jetzt auch noch nicht am Boden. Die Reise hat ja gerade erst begonnen. Falsch. Okay, ich bin. Die Reise hat gerade erst begonnen. Ich habe mich schon verlaufen. Klasse. Ja, es interessiert mich bloß nicht, ob ihr interessiert seid. Ist das jetzt der richtige Weg? Aktueller Steinbruch, markierter Ort, sollte der richtige Weg sein.
So. Dann gehen wir mal nach draußen. Mit den Diebesstein kannst du Schleichfertigkeiten schneller erlernen. Alles in Ordnung? Ja, ja, bei mir ist alles klar. Und bei euch so. So. Dann begeben wir jetzt mal auf den Weg, um das Horn abzugeben. Ich weiß zwar nicht mehr genau, warum wir das Horn überhaupt bei uns haben, aber es wird schon einen Grund haben. Na gut. Wir müssen dazu nach da, deswegen laufe ich mal. Achso, hier sind sogar eine Straße, siehst du mal. Muss ich gar nicht querfeld einlaufen. Katlas Hof entdeckt. Ach, da oben drauf ist eine ganze Ach du Schokolade. Aua. Echt nicht schlecht, so eine ganze Stadt da oben drauf. Fragt mich, warum ich die vorher nicht gesehen habe. Krass, ey, ohne Mist. Das ist echt eine geile Idee. Was war das? Achso, eine Schlammkrabbe. An der halte ich mich jetzt mal nicht auf. Vielleicht kümmert sich Lucia auch um sowas, um solches Problem. Glaube ich aber eher weniger. Unerbittliche Macht, wie Wirbelwind. So, okay, jetzt sind wir wieder ein Stück vorgekommen. Ist alles Zeitersparnis für diese langen Wege. Und wir sollten ja auch gleich da sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und können dann mit der Hauptquest weitermachen. Obwohl, das ist da die Hauptquest, gell? Ja, soll die Hauptquest sein. Hoffe ich mal. Ich gehe einfach mal davon aus, was ist das jetzt? Das ist der markierte Ort, oder wie? Wieder durch diesen nebeligen Sumpf durch. Was auch immer das sein soll. So. Und hoch. Hallo? Hoch? Springen? Alles klar. So. Ist ein bisschen... Was sammeln? Irgendwelche Wurzeln konnte ich gerade sammeln. Habe ich mal jetzt nicht gemacht, weil... Habe ich nicht gebraucht. Das war mir natürlich klar, ich habe die nicht gebraucht, deswegen habe ich es nicht erst gemacht. Könnte mich so sein, dass ich zu spät mitbekommen habe. Nein, ich habe sie nicht gebraucht. Hundertprozentig. Oh, diese Wege sind aber auch ewig lang, ey. Was bist du hier? Begräbnisurne, wow, 6 Gold gefunden, ich bin begeistert. Ich habe mein Leben noch nie schöner ausgesehen. Vorsicht. Wir kommen auf irgendwas zu. Ich leg mal Hand an. Die Waffe. Ustengrab. Was? Wer ist das? Was machen Banditen hier? What, was machen die alle hier? Boah, hat mich das jetzt erschreckt, ey. Noch einer? Nee. Bienenstockhülle. Totenbeschwörerrobe, Stiefel Eisen durch. Bier, Gold, Dietrich. Bandit? Warum liegt hier ein Bandit? Ich meine, das ist doch einer von denen. Warum liegt der denn hier?
Ustengraf. Hier bin ich anscheinend richtig. Bin ich hier richtig? Die Zerbis sind falsch. Die magische Schule der Beschwörung konzentriert sich auf das Erwecken von Toten und Beschwörern von Geschöpfen aus dem Reich des Vergessens und auf das Einfangen von Seelen der Gegner, die im Kampf getötet wurden. Hat also nichts mit lebenden Menschen zu tun. Für alle, die es nicht gerafft haben sollten. Muss ich denn jetzt hin? Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Bist du das? Nicht wirklich. Du hier? Ein großer Sack ist das hier. Ich muss da rein. Also ich muss da rein. Okay, gut, dann gehen wir da rein. Oh, nicht so ein Flammenmonarch. Heute lag Tannin langsamer als Argonia in einem Eissturm. Was ist das? Ich ziehe es vor, mir nicht durch Arbeit die Hände schmutzig zu machen. Und noch einer. Tot sind sie praktisch nutzlos. Okay, ich werde... Stirb. Lucia, alles klar bei dir? Wunderschön. Totenschwörer-Novize. Und wer bist du? Honigwaben. Schwarze Magierrobe nehme ich mit. Ist teuer. Totenschwörer. Das sind beides Totenschwörer-Novizen gewesen. Bin ich denn hier gelandet? Nehmen Jagdbogen. Ich glaube nicht, dass ich immer dieses Glück haben werde, dass ich so weit weggespawnt werde, obwohl mir das jetzt auch nicht wirklich viel gebracht hat. Wir schauen mal hier rein. Orkischer Bogen, Gold, schwaches Gift und das da. Nichts Besonderes. Lesen, das Lied von Pelinal. Okay. Nichts Tolles und Biografie des Königs Baren. Okay, auch nichts Tolles. Was, Drachenbaum? Nehme ich mal mit, klingt gut. Klingt mächtig, klingt gut. Durchsuchen Bandit. Was war das letzte? Spitzhacke. Irgendwie haben die sich also diese Banditen als Sklaven gehalten, warum auch immer die es getan haben sollen. Hier ist einer gestorben, ich nehme wieder seine... Ach du Scheiße. Ja, hier ist anscheinend ordentlich Krieg los. Spatenschwanz. Kyrodillischer Spatenschwanz. Alles gut, klar. Okay. What the? Lydia, ich vertraue auf dich. Ja, komm ruhig her. Ruheloser Drauger. Boah, wie sie mitmacht hier. Na, was ist? Jetzt lohnt sich gar nicht, die zu plündern, die haben alle so wenig Gold wahrscheinlich. Na, der hat ein bisschen mehr gehabt. Winziger Seelenstein nehme ich mal mit. Zaubertrank des Scharmützlers.
Silberner Granat, oh, der hat einiges. Du da? Hexenrabenklaue, Schuppenschwamm, Eichenhaut. Nehme ich alles mit. Du da? 18 Gold, ja, nehme ich auch alles mit. Du hast noch 3 Gold und du hast noch 5 Gold. Warum nicht? Gut, da kaufen wir uns noch ein Eis, ne? Du kannst, ja, du trägst zu viel. Objekte, Tütüm, Waffen. Axt von Weißlauf. Muss ich behalten. Orkischer Bogen ist ganz geil. Oh, Alter, ist der geil. Orkischer Bogen. Kaiserlicher Bogen fliegt damit dann. Dann fliegt der gesegnete Jagdbogen raus und der bleibt. Okay. Ich probiere es mal damit. Hier scheint Krieg gewesen zu sein. Ich frage mich sowieso, wer sich hier unten bekämpft. Oh! Warum nicht? Warum nicht, wenn da einer sein Geld auf dem Tisch liegen lassen möchte? So, Leben fühlt sich gar nicht mehr auf, habe ich das Gefühl. Wer wirft damit Knochen? Hallo. Na du. Oh. Oh, Lucia, tut mir leid. Hab ich einen Trauger getroffen? Du stehst im Weg. Hey, nicht so frech, Fräulein. Wunderbärchen. Wir kommen aus diesen Dingern hier raus, aus diesen Gräbern. Gold haben sie ein bisschen dabei. Knochenmehl haben sie dabei, ansonsten ist nichts Spannendes. Lucia macht das schon ganz gut. Ich trainiere ein bisschen meine Fernkämpfer-Skills. Durchsuche Drohe. Stahlfall Gold. Flupp. Beschädigtes Buch. Will keiner. Die kommen mir, glaube ich, gerade lang. Das ist sehr gut. Und wo geht's? Ah, siehst du mal. Geldbeutel. 28 Gold. Nehme ich gerne mit. Habe ich absolut nichts dagegen. Okay, automatisches Speichern. Wo sind wir gelandet hier? Und was wollen wir mit den Hornen? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das verstärkt unsere Kräfte oder irgend sowas war's. Oh! Ach du meine Güte, das war jetzt so unerwartet. Ich gehe erstmal hier lang. Achso, das war nur der, okay. Da war eine Falle. So, stirb. Der ist tot und da kommt der Herr raus. Lucia, Vorsicht. Da kommt doch einer. Na los, zeig dich.
weiß, dass du da bist. Nanu. Es geht hier gar nicht lang. Wir müssen also nach unten. Ich werde hier gleich angesprungen. Ne, komm her, du Wächter da oben. Da war doch gerade einer oben. Dann halt nicht. Edamer, Ziegenkäse, alles klar. Ah ne, Eidamer, okay. Haben sie nur halbwegs geklaut. Passt schon. Wow. Stöp. Eines grausamen Todes. Stopp. Wunderbar. Er hat einiges abbekommen. Gold, Eisenpfeile und das... Den Rest nehmen wir nicht. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Hallo ihr Lieben. Ist hier noch jemand? Also mal hier. Müsste ja gleich hier noch ein Feind kommen. Ich glaube, ich pack mal, schwingen mal wieder mein bestärkten Steinkriegshammer hier. Gefällt mir noch ein Stück besser. Wie vor allem zielgenauer. Hallo? Ja, genau, du, dich habe ich gesucht. So. Das hat echt lang gedauert. Und du da drüben wird sich auch noch. Oh ne, hier war überhaupt gar kein. Oh, was ist das? Macht denn der? Die gute macht das schon. Na dann, bis nachher, Lucia. Die weiß ja immer, wo wir sind. Der ist ja so ein Walkie-Talkie hier in die Hose gepackt und da. Die hat uns was in die Hose. Lassen wir das. Wo sind wir denn hier gelandet? Moment. Stirb. Komm her. Noch eins. So wirklich stark sind die ja nicht. Ich suche Trauger. Kurundumbahn hatte dabei. Boah, krass. Geiler Move. Trollschädel. Dem möchte ich halt nicht begegnen hier unten. Das muss solche mega Höhlen sein müssen. Lucia, du machst mir die ganze Arbeit hier Schrott. Ich skill mich gerade. Komm ich hier irgendwie vorbei? Ja, ich mach schon, Lydia. Brauchst hier nicht. Da steht eine Ampulle. Das sind nur glühende Kohlen. Toll. Wow, das ist ein... eine Gegend ohne Gleichen. Ich bin begeistert einfach, dass ich hier war. Ich weiß ja, wir haben das in der Höhle liegen lassen, aber
Wegen dem einen Drang, der da drin lag, stört mich das jetzt auch nicht wirklich. Ich frag mich eher gerade, wie lange wir hier noch rumrennen müssen, bis wir irgendwas finden. Ah, wir finden was. Und zwar Worte der Macht. Dahinschwinden, ätherische Gestalt. F5. Wo muss ich lang? Bestimmt hier durch den Wasserfall durch. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, wow. Jetzt bumst die Kleine. So, na dann. Durchsuche Truhe, Dietrich Gold, Pelze. Was will ich mit Pelze? Ach, egal. Aber das bringt mich nicht weiter. Hier muss ich nicht sein. Bin hier richtig, oder? Zumindest muss ich noch was machen. Moment. Halt. Ich gehe anscheinend noch weiter. Ich bin noch nicht vorbei. Mal hier noch. Durchsuche Truhe, winziger Sehnstein, okay, alles mitnehmen. Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten, ist zwar gekommen, aber ich nehme trotzdem mal ganz kurz was weg, und zwar sonstiges. Drachenknochen nehme ich natürlich mit. Beschädigtes Buch. So, weg damit. Weg damit. Weg damit. So, was habe ich für einen Scheiß dabei manchmal? Jetzt bin ich... Hä, wo muss ich denn hin? Ich verstehe es nicht ganz. Was habe ich noch übersehen? Weil da runter zu gehen zu diesem Ort der Macht war anscheinend gar nicht Teil der Aufgabe. Sondern eher diese Brücken hier runter zu klappen, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Hier war ich vorhin schon. Oh, das brennt überall. Okay. Waren hier vorhin schon die Löcher drinne? Komme ich denn da hoch? In dem Eisenfall? Oh, wie muss ich doch da hinkommen? Bin ich jetzt blöde? Lydia, sage Lydia, sag mir doch mal, wie ich da hinkomme. Sage es mir doch einfach mal. Ich muss auf jeden Fall da hoch, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht, Moment.
zwar ein bisschen weit hergeholt, aber... Okay, das sah schon mal recht gut aus. Wenn ich jetzt noch springen würde, dann funktioniert es vielleicht sogar. Ich meine, da muss man erstmal drauf kommen, dass man hier lang muss, aber man kann. Ich weiß ja nicht, ob es klappt, aber... Dass der Stein mich überhaupt hält, ist ein Wunder. Ah, hier muss ich wahrscheinlich mit der Kraft hin. Ich habe doch die Kraft, die eine. Muss ich vielleicht mit der Kraft dann hier rüber? Die Frage ist, wie folgt uns dann Lydia? Wirbelwindsprint habe ich ausgerüstet, okay. Anscheinend geht wirklich, okay. Ja gut, dann warte ich, bis das Ding nochmal aufgeladen ist, weil ich will es nicht riskieren, jetzt hier runterzufahren. Und... Ich hoffe mal, Lydia kommt uns irgendwie hinterher. Schafft sie schon, schafft sie schon. Okay, hier ist auch die Truhe. Der liegt auf dem Seelenstein drauf, Herr Trauger. Aber das war auch noch ein Bonus, oder wie? Das ist gar nicht richtig beabsichtigt worden, dass ich hier hergehe. Das war nur ein Bonus. Und hier komme ich jetzt einfach wieder runter. Na okay, wir finden beim nächsten Mal aus dieser Höhle hier heraus, meine lieben Damen und Herren. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss. Und bis zum... Oh, ich habe den Weg gefunden. Tschüss. Und bis zum nächsten.